Machst du dir Sorgen, dass du deinen Hund nicht halten kannst, wenn er mal wieder ausrastet, in die Leine springt, andere Hunde anbellt und einfach nicht mehr zu bremsen ist? Dann geht's dir wie vielen anderen Hundeeltern, vor allem mit starken Hunden. Und da geht's im Besonderen um Hunde, die sehr muskulös sind, weil die einfach viel mehr haben, was sie in die Leine schmeißen können. Ja? Also du bist nicht allein und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie wir damit umgehen können und wie du deinen Hund sicher halten kannst. Aber das Wichtigste zuerst, wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Hund andere Lebewesen verletzen würde, dann unbedingt Maulkorb-Training zuerst. Also trainiere mit deinem Hund einen gut sitzenden Maulkorb am Beginn. Das gibt dir auch ein bisschen Entspannung, weil du weißt, es kann nichts passieren. Aber natürlich schützt der Maulkorb nicht vor anderen Gefahren, wie dass dein Hund auf einer Straße läuft oder dass dein Hund irgendwie einen Fahrradfahrer umschmeißt oder so. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen brauchst du Techniken, wie du deinen Hund wirklich halten kannst. Also schauen wir uns das jetzt an. Das erste ist dein Stand. Also wenn du jetzt so spazieren gehst, dann kannst du deinen Hund relativ schnell verlieren, weil er dich einfach aus der Balance bringt. Ne? Also wenn er da schnell anzieht, dann bist du relativ schnell am Boden. Du kannst jetzt aber, wenn du merkst, dein Hund spannt sich an, dich schon anders hinstellen. Ein Fuß vorne, ein Fuß hinten, beide Hände auf der Leine. Du hast weiche Knie, du hast weiche Ellbogen. Das macht dich flexibel, aber dein Gewicht ist auf dem Hinterbein. Das heißt, du kannst dich ein bisschen entgegenlehnen zu dem, was dir dein Hund entgegensetzt. Und durch die Weichheit im Knie und im Ellbogen, wenn dein Hund jetzt vorschießt, hast du erstens den vorderen Fuß, der dich abfängt, und zweitens hier die Weichheit. Das heißt, du kannst zwar ein bisschen nachgeben, aber dann mit deinem Gewicht und mit den Ellenbögen wieder aufs hintere Bein verlagern und hast deinen Hund so sicher. Das nächste, was du mit der Leine machen kannst, ist, dass du deinen Hund doppelt sicherst. Du hast einen Teil am hinteren Ring deines Geschirrs, also das Geschirr deines Hundes, und der vordere Teil, also die vordere Leine, ist entweder am vorderen Ring, am Brustring des Geschirrs oder am Halsband oder am Kopfhalfter. Kopfhalfter bitte unbedingt nur mit Profi, also lass dir das zeigen. Wenn du das gemeinsam machen willst, schau in die Beschreibung. Da hast du einen Link für ein kostenfreies Vorgespräch. Ich will schauen, wie ich dir helfen kann. Gar kein Thema. Aber man kann damit einfach auch was kaputt machen. Und deswegen probier da nicht irgendwie rum, sondern lass dir das zeigen. Das Coole an dieser Doppelführung ist, dass wenn du zwei Leinen in der Hand hast und das ist vorne, dann kannst du deinen Hund umdrehen. Ja? Also du kannst deinem Hund die Vorwärtsbewegung wegnehmen und ihn zu dir drehen. Damit nimmst du ihm schon ganz, ganz viel Power weg. Und was natürlich zur Leine auch dazu gehört für mich, ist, dass diese Leine gut in der Hand liegt. Also ich möchte das haben, was nicht rutscht. Ja? Ich mag so gummierte Leinen und wenn du mehr über Leinen wissen willst, dann abonniere unbedingt den Channel und drück die Glocke, weil nächste Woche gibt es ein Video nur zu Leinen für aggressive, ängstliche Hunde und Leinenpöbler. Da kriegst du dann die Benachrichtigung dafür und natürlich findest du meine Lieblingsleine auch in der Beschreibung. Aber für jetzt so viel, ich mag gern gummierte Leinen, weil die wirklich gut in der Hand liegen, auch wenn es nass ist. Und damit rutscht sie dir einfach nicht so leicht durch die Hand, du verbrennst dich nicht und du kannst deinen Hund sicher halten. Und dann, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, ist, dass du wirkliche Strategien übst, um mit deinem Hund in Situationen, die schwierig sind, durchzukommen. Und je sicherer du dir dabei wirst, desto besser wirst du mit deinem Hund da durchkommen. Und wenn du wissen willst, was für Tricks du dafür verwenden kannst, schau dieses Video.